Willkommen im K40-Keller. Ein allerletztes Video im Jahr 2023 und ein bisschen Gelaber, ein paar Informationen, Angst. Ja, so der Abschluss für dieses Jahr. Zuallererst möchte ich mich mal bei euch bedanken, meine ganzen Abonnenten. Wir sind ja fast bei 9000. Ich glaube, allein 2023 sind über 3600 Abonnenten dazugekommen. Das finde ich schon echt beachtlich. Den K40-Keller gibt es jetzt im dritten Jahr und ich freue mich. Hätte damit nie gerechnet, dass das so abgeht. Ich hoffe, dass ich das noch lange machen kann. Hab ja auch viel Spaß an der ganzen Sache. Also danke an euch, dass ihr dabei seid und ich hoffe, ihr bleibt auch dabei. Ganz vorweg erstmal eine Entschuldigung. Es sollten ja noch einige Videos zu dem X-Tool P2 Laser rauskommen. Und da ist dann leider für mich ein Todesfall dazwischen gekommen. Mein Kater ist verstorben nach 14 Jahren. War eine ziemlich traurige Angelegenheit und hat mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und bis ich mich da wieder so gesammelt hatte und naja, gut. Aber die Videos sind nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Die kommen natürlich noch. So wie viele andere Projekte auch. Für dieses Jahr ist erstmal Schluss, ne? Aber 2024 sind viele spannende Sachen. Ganz kurz zu meinem letzten Video, der Agma P2, da habe ich ja mit einigen Leuten geschrieben. Der hat wirklich einen Controller-Defekt, da kann Agma nichts für. Das mag ein guter, brauchbarer Laser sein, aber meiner lief halt nicht. Ich bin mir ganz sicher, ich kriege da mit dem Hersteller eine Einigung und kann den dann nochmal zur Brust nehmen und testen. Ja, und ja, ich bekomme die Möglichkeit, gegen Ende Januar, Anfang Februar von Mondport mal einen 60 Watt CO2 unter die Augen zu nehmen. Es wird auch noch sehr spannend. In 2024 kommt das Thema Faserlaser auch wieder auf den Tisch. Na, da gab es viele Unstimmigkeiten und viele Sachen, die geklärt werden mussten. Aber 2024 endlich wieder Faserlaser. Fehlt mir doch sehr. Und dann muss ich, das weiß ich, war es viel mit Tests und an Laser zeigen etc. Blabla, mal hier ein paar lustige Tutorials machen. Ne? Man muss ja auch was lernen. Was ich gerade vorbereitet habe und auch schon angefangen habe, ist das Thema Glasgravur. Ja, sehe ich, da gibt es immer viele Fragen und viele Unwissen. Und naja, da habe ich mir dann überlegt, gehen wir mal einfach alle Möglichkeiten durch für den Diodenlaser. Beim CO2-Laser ist es ziemlich einfach, mache ich aber auch. Ne? Aber hauptsächlich Schwerpunkt dann in dem Fall Diodenlaser. Wir gucken einfach, welche Möglichkeiten der Glasbeschichtung gibt es, wo wird die Gravur am besten. Also das ist so einer der Dinge, die gerade so eigentlich in der Mache sind. Auch noch ein Video, welches eigentlich auch schon fast fertig ist. Ich muss es dann nur noch mal irgendwie zu Ende bringen. Hinter mir steht so ein Weinlux K8. Ein katastrophales Teil, so wie das auf den Markt geschmissen wurde. Ich habe da damals zugesagt, ja klar, den gucke ich mir mal an, weil ich mir vorher dann so die Vorstellung angeguckt habe und da habe ich dann so Sachen in so einem Video gesehen und gedacht, ja, ist klar, ne, solche großen Objekte, so einen kleinen Laser, das Ding musst du dir angucken. Und wenn ich dann so sehe, so einige YouTube-Kollegen, wie die da auch rumgestammelt haben und versucht haben, irgendwie dem Teil noch irgendwas Gutes abzugewinnen. Das Video wird eher lustig, glaube ich. Heute ist ja Silvester und ich hätte echt wirklich Bock, das Teil einfach auf die Straße zu stellen und in seine Bestandteile zu zerlegen. Aber nein, das tue ich natürlich nicht. Vielleicht kann man damit noch irgendwas Lustiges anfangen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auch noch sehr spannend. Ich glaube, so im Februar soll ein Nachfolger von der Two Trees, wie hieß der noch, TTC 450, ich glaube wohl, ne, Fräse rauskommen, weil der eine oder andere mag sich die geholt haben und hat festgestellt, Alter, das Ding hat von vorne bis hinten Probleme und es soll eine neue Version auf den Markt kommen und ich glaube, ich habe die Möglichkeit, die dann auch zu testen. Da bin ich doch mal sehr gespannt drauf, weil meine steht seit meinem letzten Video eigentlich da oben in der Ecke und macht irgendwie Probleme, da irgendwie so ein Lager locker, weil die ganze Vormontage war einfach Gabbel und dann habe ich auch keine Muße gehabt, da dran zu gehen. Jetzt will ich euch gar nicht länger voll quatschen, ich denke, ich habe genug gesammelt. Also ich bin dankbar für euch, dass ihr mir hier auf YouTube folgt und falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, vielleicht bist du jetzt ja ganz neu hier, alles in der Videobeschreibung, kommt auf den Discord-Server. Da kann man sich gut unterhalten und austauschen und für nächstes Jahr ist auch ein Laserstammtisch geplant auf dem Discord, aber dazu dann mehr auf dem Discord, wenn es dich interessiert, komm einfach hin und
jetzt reicht's auch mit dem Labern. Lasst es euch gut gehen. Guten Rutsch ins 2024. Toll, dass ihr dabei seid. Passt auf eure Augen auf und wir sehen uns dann nächstes Jahr. Haut rein.